Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich begleitet bin von einer Exzellenz der Wissenschaft, wenn ich das so sagen darf. In dem Fall jetzt hier vor Ort zwei prominente Professoren, dann gleich in der Besprechung, die jetzt dann folgt, viele Expertinnen und Experten, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was müssen wir tun, damit Mobilität, damit Energieeffizienz und Energieeinsatz eben über das Jahr auch 2030 hinaus gesichert sind. Es wird heute über das Thema Wasserstoff gehen, es wird um das Thema gehen, grüne Verbrenner, hat für viel Aufregung gesorgt, wobei es eigentlich überraschend ist, weil Österreich immer ein Land ist, das technologie- und innovationsfreundlich ist. Uns und mir als Bundeskanzler ist es wichtig, dass wir als Produktions- und Forschungsstandort gerade der Autoindustrie erhalten bleiben. In Österreich hängen mittelbar und unmittelbar mehr als 300.000 Arbeitsplätze von der Autoindustrie ab. Forschung und Innovation bedingen einander. Österreich ist eines der führenden Länder unter den Top 10, wenn es um Anmeldung von Patenten geht in diesem Bereich. Und wir haben eine Wertschöpfung von 27 Milliarden Euro durch die Autoindustrie und die Folgeerscheinungen. Das heißt, die Frage, wie können wir den Forschungsstandort, den Innovationsstandort und den Produktionsstandort weiter absichern, wie können wir Mobilität weiterentwickeln, welche Technologien sind dafür erforderlich, das sind heute die Themen. Und was mich besonders freut, heute ist ein Tag und jetzt dann eine Sitzung, wenn Sie so wollen, wo es nicht um Ausschluss von Möglichkeiten geht, sondern um die einzige Frage, was können wir alles möglich machen, damit Zukunft auch in unserem Land stattfinden kann. Gut. Herr Professor, bitte. Ja, also die Mobilität ist sicher ein evolutionärer Prozess. Das revolutionär zu machen, ist keine wahnsinnig gute Idee. Es muss evolutionär sein. Man baut auf dem aus, was man hat. Man nutzt das, was man hat und erweitert es. Man versucht es immer mehr und mehr mit grüner Energie zu mischen, ob das jetzt Elektrizität ist, ob das jetzt E-Fuels sind, das ist gar nicht so wichtig. Es hat für jede Applikation gibt es wahrscheinlich ein Optimum, das kennen wir noch gar nicht, was wirklich das Optimum dafür ist. Da wird es Feldtest benötigen und dann wissen wir, welchen Weg man gehen soll. Also ich glaube, das ist ein guter, vernünftiger Weg. Keine Verbote, Pluralität, Vielfalt, auch Internationalität. Ja, grüß Gott zusammen. Die Mobilität ist nur ein Teil des Energiesystems und wir sind ja eigentlich aufgerufen, das gesamte Energiesystem zu defossilisieren. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass man die inneren Zusammenhänge richtig versteht. Und wenn man die richtig versteht, dann stellt man schnell fest, dass, wie es gesagt worden ist, eine Technologie nicht reicht und insbesondere die Vorstellung, dass es all elektrisch in der Zukunft zugehen wird, ist definitiv falsch. Man muss also immer eine Dualität zwischen Elektronen und Molekülen einhalten und wenn man das tut, gilt das auch für die Mobilität und auf die Weise hat man die Technologieoffenheit. Ich möchte noch hinzufügen, Österreich ist ein hervorragender Standort, um insbesondere der Welt zu demonstrieren, welche Optionen eigentlich möglich sind. Denn Sie haben den Vorteil, eine hervorragende Wissenschaft und Forschung hier zu haben, aber Sie haben nicht den Nachteil, dass Sie große Produktionsstätten hier haben, die natürlich eine eigene Trägheit entfalten und die der Innovation vielleicht ein bisschen entgegenstehen. Herr Bundeskanzler, Sie haben sich zuletzt sehr eingesetzt für das Thema E-Fuels, Stichwort grüner Verbrennungsmotor. Da gibt es aber durchaus Experten, die sagen, verbraucht sehr viel Energie in der Produktion, ist sehr aufwendig, ist kostspielig mit einem geringen Wirkungsgrad und für Privat-Pkw geradezu illusorisch. Ignorieren Sie hier physikalische Grundsätze und gewisse Erkenntnisse der Wissenschaft? Also gerade auch die Veranstaltung heute soll zeigen, dass wir uns mit der Wissenschaft intensiv auseinandersetzen, nämlich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die hier eine große Expertise vorweisen. Worum geht's? Es soll keinen Ausschluss geben von Innovation und Forschung. Warum? Weil wir jetzt in 10 Jahren denken. Und in einem 10-Jahre-Schritt kann noch vieles mehr möglich sein. Die Effizienz der Verbrenner, die Möglichkeiten, E-Fuels einzusetzen. Wenn ich daran denke, wie das die E-Mobilität begonnen hat, welche Reichweiten die Batterien hatten und wie weit wir heute schon gekommen sind, sieht man, dass man eben nicht zu früh sagen darf, das wird sich ausgehen, das wird sich nicht ausgehen, sondern weiter neugierig bleiben muss, weiter forschen muss. Und das ist sozusagen der Grund, warum mir die Veranstaltung heute auch so wichtig ist, weil es nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern um eine Und-Frage. Und diese Frage der Mobilität muss eben unterschiedlich beantwortet werden und kann nicht sozusagen nur auf eine Form der Technologie setzen. Das geht es mir heute in diesem Veranstaltungstag. Aber die Experten können noch mehr dazu sagen, wenn es um die
Frage der Effizienz geht. Ich würde vor allen Dingen erstmal dieses Vorurteil weggeben, dass die Erzeugung von E-Fuel so ineffizient sei. Das ist nicht richtig. Wenn man das ordentlich macht, dann wird zwar sehr viel Energie dafür benötigt, diese Aussage stimmt, aber das will man ja auch, denn E-Fuel ist eigentlich nichts anderes wie das chemische Analogon zu einer Batterie. Und eine Batterie wollen Sie auch mit viel Energie laden. Und die Verluste, die dabei auftreten, sind vorhanden. Sie sind auch größer wie die einer Batterie, aber bei Weitem nicht so dramatisch, wie Sie das dargestellt haben. Also man kann eine E-Fuel-Produktion machen, die relativ energieeffizient ist und nicht irgendwie 10% Effizienz oder was da so erzählt wird. Das ist falsch. Die wirkliche Limitierung ist die Rohstoffe, die wir haben, um diese gewaltige Energiewende hinzukriegen. Das ist ein globales Problem und wir brauchen sehr viele Rohstoffe dafür. Wir brauchen Stahl, wir brauchen Zement, wir brauchen Beton, wir brauchen Kupfer. Und die müssen wir versuchen einzugrenzen, sprich diese Anlagen dorthin zu bauen, wo wir mit hoher Effizienz die Energie ernten können. Und wenn wir das tun, dann ist auch diese Effizienz der Umwandlung nicht mehr so relevant, weil sie wesentlich höher ist, als wir es hier in Österreich haben. Und damit können wir über transportfähige Energieträger, können wir, das ist meistens Wasserstoff gebunden an irgendwelche Atome, die können wir nach Europa importieren und damit sparen wir auch Ressourcen. Und diese Ressourcen sind wirklich knapp und begeben uns nicht in neue Abhängigkeiten, so wie beispielsweise jetzt mit den Batterien aus China. Herr Bundeskanzler, oder wollte Sie? Glauben Sie, dass wir als Land mit einer starken Zulieferindustrie die Richtung der Entwicklung überhaupt mitbestimmen können? Oder müssen wir einfach nur abwarten, was die großen Autobauer entscheiden, vor allem in Deutschland, und uns dann um Aufträge bemühen? Ja, zum einen war ich gerade gestern erst bei einem Standort, der gerade ausgebaut wird, bei BMW Steyr. Da geht es um die Frage der Elektromobilität und der Produktion von Elektromotoren, aber auch um zukünftige Antriebsformen inklusive Wasserstoff. Das heißt, es geht natürlich einerseits darum, den österreichischen Markt auch so interessant zu halten für Innovation, Forschung und Produktion, dass große Industriebetriebe bei uns investieren. Wir haben einen großen Teil auch in der Frage der Zulieferindustrie und gleichzeitig haben wir, diese Woche werde ich auch noch AVL List in der Steiermark besuchen, auch schon eine hohe Kompetenz in der Frage der Produktion von E-Fuels. Das heißt, es gehört beides zusammen. Und es gibt hier auch eine enge Kooperation, es braucht auch die Zusammenarbeit mit den Universitäten. Also das ist ja das Spannende dabei, dass eben so viele Arbeitsplätze entstehen, wenn man eben attraktiv bleibt als Standort. Das will ich auch mit dieser Offenheit gegenüber Technologie und Forschung erreichen. Dankeschön. Danke.